Hallo, hier sind die Prinzen und ihr seht die Sunday Morning Show. Und das Ganze noch mit Mikro. Ja, nochmal mit Mikro. Hallo, hier sind die Prinzen und ihr seht die Sunday Morning Show. Okay, vielen Dank. Okay. Ihr habt jetzt irgendwie innerhalb von 3 Monaten macht ihr ziemlich viele Konzerte, so über 50 Konzerte oder sowas, habe ich gehört. Wie schafft ihr das so psychisch irgendwie, das durchzuhalten? Ja, erstmal sind wir es gewohnt, wir stehen, also ich habe gerade mal nachgerechnet, ich stehe seit 21 Jahren auf der Bühne und singe. Seit 21 Jahren übrigens, das betrifft alle 5 von uns in Kirchenturm. Haben wir früher gesungen, also im Thomanerchor Leipzig, Wolfgang, Henry, Sebastian und ich, und der Jens war im Dresdner Kreuzchor, hat dort gesungen. Und da sind wir es eigentlich gewohnt, so lange auf der Bühne zu stehen und so lange zu singen. Also singen wir im Prinzip unser Instrument, die Stimme. Erfolg war nun nicht irgendwie, das war ja nicht so unbedingt voraussehbar, irgendwie, dass ihr jetzt so erfolgreich seid. Irgendwie, was hattet ihr, bevor ihr irgendwie so erfolgreich geworden seid, irgendwie mit eurem Leben geplant? Irgendwie. Tobias und ich, wir hatten eigentlich schon immer geplant, mal ganz groß rauszukommen, irgendwie Popstar-mäßig zuzuschlagen. Nee, ich habe früher mal ein Tagebuch geschrieben und habe das, da steht das wirklich so drin, wo ich mich selbst auch drüber wundere. Aber ich glaube auch, dass das nur geht, wenn man den Biss irgendwie hat und dann das irgendwie richtig. Also ich hätte mir nie vorstellen können, was anderes zu machen als Musik. Weil das anderes kann ich auch überhaupt nicht. Ich will mein Boden im Laufe. Ein Lied von euch heißt Millionär. Ihr seid jetzt irgendwie. Das heißt überall, so wie unser aktueller Single. Wunderbar. Und ihr habt wahrscheinlich auch noch mehr Lieder irgendwie gemacht, sonst hättet ihr keine Platte voll gekriegt. Ihr seid jetzt ja wohl irgendwie schon ziemlich reich. Ich meine, was sind jetzt so die nächsten Pläne irgendwie von den Prinzen? Was sind die nächsten Ziele, wenn man irgendwie geldmäßig das schon irgendwie relativ ausgeschöpft hat? Das Geld spielt sich so im Vordergrund, das ist bei uns nicht so. Also wir haben ja unheimlich viel zu tun, wir verdienen gut Geld bei dem Job, den wir jetzt haben, den wir machen, den wir auch sehr gerne machen. Den haben wir aber auch schon gemacht, als wir nicht viel Geld verdient haben. Und wir werden auch weiterhin Musik machen, wenn wir weniger Geld verdienen. Also das ist jetzt nicht so vordergründig. Und dass man da jetzt auch immer Ziele hat, die sich auf das Geld aufbauen, ist eigentlich nicht so. Wir wollen als Band zusammenbleiben und weiterhin gute Musik machen. Und wie hat sich euer Leben durch euren Erfolg so verändert irgendwie? Na, du musst, wenn du jetzt irgendwo einkaufen gehst oder irgendwo hingehst, wesentlich mehr Zeit einplanen als früher, weil logischerweise viele Leute kommen, dich ansprechen und Autogramme wollen und fragen und sich einfach unterhalten wollen. Also viele wollen sich mit uns unterhalten, weil sie denken, sie haben uns jetzt so oft im Fernsehen gesehen, jetzt kennen wir die auch, weil wir schon so oft in ihrem Wohnzimmer waren. Also es ist wirklich so ein bisschen der Effekt ist da und da versuchen wir natürlich uns möglichst viel Zeit zu nehmen für die ganzen Leute und das hat sich verändert. Das ist manchmal auch recht anstrengend, muss man so sagen, aber wir haben es ja so gewollt und es macht mehr Spaß, als es anstrengend ist. Hallo, wir haben Hey! Dünste. Glaubt ihr an Gott? Ja, ich ja, aber mit der Kirche habe ich so meine Probleme. Mhm. Also das ist, glaube ich, so das, was man dazu sagen kann. Mhm. Also Kirche und Papst und Pillenverbot und irgendwie, das sind alles Sachen, wo man nicht unbedingt, die man nicht begrüßen kann. Und das prangere ich an,
Amen. Und wie lebst du so deinen Glauben, wenn du sagst, du glaubst an Gott? Das ist jetzt nicht so vordergründig irgendwie. Also ich habe das mehr als Feeling, dass es da irgendwas Großes gibt, wo das alles herkommt. Also das ist irgendwie, also zum Beispiel sagen das ja auch oft Wissenschaftler, die irgendwie durch die Welt forschen und dann immer mehr Sachen rauskriegen, die eigentlich scheinbar die ganze Sache widerlegen. Also diese ganzen Erkenntnisse. Mhm. Und andererseits dann aber eben auch sagen, genau das, was wir hier rauskriegen, das ist so ziemlich der Beweis dafür, dass da irgendwie was ganz Großartiges, Großes oben drüber steht, was das eben alles erschaffen hat. Und das glaube ich schon. Woran denkst du, wenn du den Namen Jesus hörst? Denke ich an das, was ich vorhin bei dir gesehen habe, an dieses Kreuz. Mhm. So ähnlich. Und hat das irgendwie, also ist Jesus für dich irgendwie nur so ein Hansel, der irgendwann mal gelebt hat, irgendwann mal gestorben ist und irgendwie ein ganz, vielleicht ganz dufter Typ mal war und war da nichts? Oder hat das irgendwie auch noch eine tiefere Bedeutung für dich? Wir haben ja die ganzen Stories, also die Sachen früher selbst gesungen. Wir haben ja Johannes-Passion und Matthäus-Passion im Weihnachtsoratorium. Also wir kennen es da ziemlich gut aus und für mich ist es auch Fakt, dass das alles mal stattgefunden hat. Aber viel mehr, ich weiß ja nicht, was die anderen dazu denken. Was denken die anderen dazu? ja, also die Jesus-Geschichte. Also ich weiß nicht, ob kennt ihr bestimmt auch dieses Jesus Christ Superstar. Da ist ja die Geschichte, die Passionsgeschichte relativ. Also er hat ja einen ernsten Hintergrund, ist ja nicht bloß ein Rockover, hat ja irgendwie, der hat ja völlig anders angepackt und so sehe ich eigentlich die ganze Geschichte, dass der Jesus mehr so eine Art Revolutionär war wahrscheinlich zu seiner Zeit und von vielen Leuten auch missverstanden worden ist irgendwie als Typ gegen Rom und als Politiker und dass der eigentlich was ganz anderes wollte, als das, was die Leute dann aus ihm gemacht haben. Also in der Bibel steht ja nicht nur, dass er irgendwie so ein Revoluzer war, sondern auch, dass er irgendwie am Kreuz, also gekreuzigt worden ist und wieder auferstanden ist irgendwie. Auferstanden von den Toten, was ja nun eigentlich ein ziemlich schräges Ding ist irgendwie, wenn man sich das heute so irgendwie anhört. Glaubst du das? Weiß ich jetzt nicht. Nee, also im Moment kann ich mir schlecht vorstellen. Es gibt Momente, wo ich es glaube, ja. Aber im Moment jetzt, wo ich hier so sitze, da kann ich mir das schlecht vorstellen. Mhm. Eine Frage noch? Nee, zwei. Was glaubt ihr, wenn ihr an Tod denkt? Was stellt ihr euch unter Tod vor? Denke ich sehr selten dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe keine Angst davor. Irgendwie. Ich denke, dass es da irgendwie weitergeht und dass da noch irgendwas passiert und dass das dann eher spannend wird, was da noch abgeht. Mhm. Also ich meine jetzt mal irgendwie eine krasse Frage. Ja, wie würdet ihr reagieren, wenn jetzt einer aus eurer Band sterben würde? Oh, über sowas habe ich mir wirklich noch keine Gedanken gemacht. Es wäre scheiße, müsste man Ersatz suchen. War ein Scherz. Was? Ja. Glaubt ihr, dass Jesus euch liebt? Jesus liebt, glaube ich, alle Menschen. Und besonders, da Jesus besonders die Sünder liebt, dann hat er uns besonders gern. Ja, super. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ja, das war wieder toll. Wir sind ganz aufgeregt. Sie haben gerade ein T-Shirt von uns geschenkt bekommen. Und naja, viel Spaß noch weiter mit Sonny Marsch. Herzlich willkommen.